bin, die wir aufgenommen haben. Na gut, dann müssen wir die Mission noch zweimal machen quasi. Aber bevor wir losgehen, gehe ich nochmal schnell auf Toilette. Alles gut. Alles gut. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis es hier weitergeht. So. Dann starten wir mal. So. Ja. Dann let's start. Ich hoffe nicht, dass das wieder so einsame Rennen werden wie beim letzten Mal. Oder dann wirklich, keine Ahnung, und drei Viertel des Rennens alleine gefahren müsst. Gefühlt. Stuntrennen. Aber zur Not laden wir einfach mal Randoms mit ein, dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Action. Klar, so dann meistens sind die. Wenn ihr jetzt drin seid, dann lade ich auch ein, ja. Ja, ich bin da. Wie gesagt, wenn dann irgendwelche. Zwar hast du dann irgendwelche Vollhorste drin, aber die dann ich wahrscheinlich wegquetschen, aber. Baby? Weil die gerade doppelt gepellt. Rivan. Ja. Ja, los. Oh, wird's bald. Los, los. Auf, auf. Auf, sie mit Gebrüll. Tosajew. Was? Der hat einen aus der Samstagsliga eingeladen hier. Also das automatische Einladesystem. Okay. Ja, es sind ein paar Leute bestimmt online. Ich weiß gar nicht, wer so online ist. Von unseren Leuten. Gucken. Meine Freunde. Verstehe ich nicht, warum keiner reinkommt bei doppelt Geld und RP. Ne, Brandl ist nicht drin. Level 365 ist der, der hat alles voll, der Typ. Außer Geisteszustand. Krass. Ja, der hat alles voll. Das ist realistisch bei ihm. Der Geistesstand sagt er normal, aber alles andere ist auch voll. 0,9er KD. Ich glaube, da bin ich schlechter, definitiv. Ich weiß gar nicht, wie meine Statistik aussieht. Gut, es kommt keiner rein, warum auch immer. Schade. Da waren wir halt nur zu dritt. Normalerweise hast du immer ein paar Leute dabei, die da reinkommen. Mhm. Was fahren wir denn? Aha. Was fahren wir denn für Autos? Ah, du hast ja alle drin. Alle Fahrzeuge drin. Warte mal. Ich muss jetzt gerade gucken, was ich nehme. Nein, nehmen wir die nicht mit.
Scheiße, Vollstand verpennt. Oh, Alter! Wie bist du ins Rutschen gekommen? In der Kurve. Da hab ich gesehen. Ja, ja, ich hab da aber abgefangen. Du in dem Moment rutscht mir Baby von die Karre. Ich dachte, du mich wieder umdrehen willst. Ja, du bist in dem Moment. Ja, ich wollte dich nicht umdrehen, du bist mir einfach genau von die Karre gerutscht. Er wollte dich umdrehen, um auch mal die andere Seite sehen zu können. Ja, das ist dein Part. Das Problem ist natürlich, dass ich jetzt dafür übel Zeit auf dich verloren habe. Weiß ich nicht, wenn ich ein bisschen Glück habe, mich wieder eingekohlt kriege. Ja, der kleine Fehler, der kann mir echt. Die ich kann mir das Rennen kurz haben. Diese Quersteher. War es doch noch ein paar Runden, alles gut. Wie viele Runden hast du denn eingestellt? 4. Gut. Mal gucken. Ja, ist, ja. Du musst halt auch irgendwie erstmal. Man muss halt erstmal fehlerfrei durchkommen, ne? Na, ich habe zwei Fehler drin. Also A, der Quersteher und B, das Baby mir vor die Karre gerutscht ist. Vorher war ich ja dran an dir. Wobei ich jetzt schon wieder aufschließe. Auf 4 Runden. Der Strecke, die ist doch schon lang genug. Ja, ja, ich dachte, es ist aber besser als 2 Runden zu dritt und dann hast du hier. Kriegst du vielleicht $1000 oder so. Baby hätte schon 21 Sekunden Rückstand und ich bin bis auf eine Sekunde an dir dran. Ich kann jetzt gleich 5 Flüge verstellen. Ja, ich segel schön rein und ja, jetzt. Wie gesagt, ich hab dich jetzt gleich aber, wieder. Ich glaube aber, du hast doch ein bisschen mehr getuned schon an dem Auto da. Ich hab den Wagen getuned, ja. Ja, hier ist nämlich noch nicht so viel drin in dem hier. Vom Level, ja, ja. Liegt auch ein bisschen daran. Aber du hältst dich aber gut da vorne. Ich kann das Geld dafür nicht ausgeben. Ich habe alle meine Autos getuned. Ja, aber gerade Turbo und Motor kosten ja immer Schweinegeld. Ich weiß, Turbo kostet glaube ich irgendwie 50.000 oder so. Aber wie gesagt, du hältst dich trotzdem jetzt so viel lange, aber ich habe jetzt die Möglichkeit ein bisschen aufzuschließen. So viel Power ist auch nicht so viel Unterschied. Weil sonst würde mich gerade, dass ich nämlich. Normalerweise hatte ich gehofft, dass ich ein bisschen schneller dran mit ihm wieder vorbei bin. Ich habe halt nur Aufholen ausgemacht, weil ich das immer zum Kotzen finde, dass die ganzen Amis immer mit Aufholen einspielen. Das ist immer total bescheuert, weil ich da brauche ich keine Rennen fahren. Ach, das ist erklärt, warum ich dann mich nicht noch schneller dran bin an dir. Ja, ich finde das bescheuert. Ich finde halt, wer Erster ist, der sollte auch wohlverdient Erster sein und nicht eingebremst werden, damit andere wieder einholen können. Das ist doch Schwachsinn. Dass sie sowas überhaupt eingebaut haben, ist schon bei Gaga. Ich kann jetzt auch. Hast du Windschatten drin? Ja, hast du. Ja, Windschatten habe ich ja. Weil ich jetzt innen vorbeigehen werde. Das war jetzt der Windschatten tatsächlich, der mich jetzt ein bisschen katapultiert hat. Das ist ein Aston Martin hier, den ich habe bei mir, zum etwas teurer. Vulcan oder so. Ja, da musst du auch aufpassen, dass du schön gerade aufkommst. Also sonst kann dir das im Flug die Karre zerreißen.
krieg dich aber auch nicht aus dem Windschatten raus gerade. Ne, ich krieg dich jetzt nicht raus. Du fährst ein LNG oder so, kann das sein? Ja. Ja. Da ich habe am Anfang alles, was kostenlos war, mitgenommen. Hab's gesehen, ja. So, was muss ich denn gerade wieder kriegen? Ja, passt. Genau, so schön sauber aufgesetzt. Bei dem Rad muss er auch aufpassen, ne? Nein! Oh, Alter, jetzt bleibt der ewig da stecken, Alter. Ich kann nicht. Jetzt hast du gewonnen. Das war aber jetzt auch gerade ironisch. Jetzt bei dem Rad musst du aufpassen, Bang. Ja, ich bin in das Ding da irgendwie reingerutscht, obwohl ich da eigentlich sauber durch ran bin. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt ist definitiv vorbei. Das kriege ich jetzt nicht mehr aufgeholt. Ich konnte auch nicht respawnen, das hat er nicht angenommen. Jetzt hat er es auch. Ja, das Rad da unten, das war halt. Das ist halt fies, aber gut, du musst auch erstmal durchkommen. Aber 15 Sekunden habe ich dadurch jetzt liegen lassen. Ich bin schon fast eine ganze Runde zurück. Was ist denn da los? Ja, scheinbar sind die Rennen nicht so ihrs. Weil ich jetzt wieder aufgeholt bekomme. Ich habe jetzt wieder 1,5 Sekunden gut gemacht alleine. Also wenn du jetzt auch nochmal so einen Fehler einbaust oder so, dann können wir wieder, gibt's wieder spannend. Aber ich hätte auch gerne ein anderes Auto auf der Strecke gehabt, mal abgesehen davon. Aber das ich konnte aber auch nicht umstellen. Es war Sportwagen fest. Naja, ich hätte Supersportwagen gerne gehabt. Dann hätte ich meinen X80 nehmen können. Der hat nämlich auch noch ein bisschen Power. Also, da war erstmal wieder rankommen. Du kommst halt sauber durch und ich habe da jetzt wieder einen entscheidenden Fehler drin gehabt. Ich hoffe, dass sich irgendwie das Rad nochmal wegrasiert oder so, oder das andere Ding da wegrasiert. Aber wie gesagt, naja, mal gucken. War da gerade ein Mensch? Eine 4 von 4. 13 Sekunden noch. Der kommt scheiße. So, Grund noch gerettet. Alter, leck mich doch am Arsch. Ich bin da sauber und mittig durchgekommen. Und was passiert? Mir beschlägt die Karre weg. Jetzt hast du gewonnen. Jetzt vorbei. Wieder an dem Ding hängen geblieben. Obwohl ich da sauber mittig durch bin, schlägt der an. Ach Mann, ist das ärgerlich. Sekunden krieg ich nicht aufgeholt. Ich hatte schön wieder eine Sichtweite eigentlich. Naja. Hab's mir selbst versaut.
Na, du bist fehlerfrei durch. Und ich halt nicht. Ich habe halt echt zwei, drei Dinger drin gehabt. Ja, also Baby hat ein bisschen Bodenhaftungsprobleme, sehe ich gerade. Aber ich hab's wieder, ich müsste eigentlich schneller gewesen sein von der Zeit her als du. Ich hab zumindest in den ersten zwei Runden, oder zwei in der zweiten Runde, da bin ich eigentlich gut durchgekommen. Ja, du hast doch die schnellste Runde. Ja, aber wie gesagt, in der Dings, in der... Die entscheidenden Fehler waren halt zweimal, dass ich in dieser, warum auch immer in dieser Röhre hängen geblieben bin. Willst du trotzdem weitermachen, Baby, oder wollen wir was anderes machen? Trotzdem weitermachen. Okay. Wir wollen ja nur fragen, nicht, dass einer hier keinen Spaß mehr hat und dass er nur frustriert ist. Der Brems verwirrt dich richtig ab in den Kurven. Da hast du die Bremsen nicht gemacht. Normalerweise brauchst du bei den Geschwindigkeiten auch immer neue Bremsen. Und die musst du ein bisschen aufrüsten dann. Aber wie gesagt, alles gut. Ich hab's mir selber verbaut. Es lag nicht an der Strecke. 3 Sekunden schon lange. Siehst du, ich habe ja auch übrigens aufgeholt zweimal, als ich diese 18 Sekunden hatte. Ich habe es ja dann am Ende nochmal ein bisschen Zeit gut gemacht. Ich war ja auf 16, bin ich hier runtergefahren, hast du gesehen. Was machen wir? Da oben. Doppel-Looping.